Hallo ihr Lieben, bevor wir jetzt mit dem Lesemonat vom Januar beginnen, hatte ich noch eine Frage für euch oder bitte beantwortet mir diese Frage so. Ich habe nämlich bei manchen Booktubern gesehen, dass sie so einen Jahresrückblick in Zahlen machen, also wie viele Bücher sie gelesen haben, wie viele Hörbücher sie gehört haben, was für Videos sie gemacht haben, wie viele Videos und bla bla bla, also viele verschiedene Zahlen aufzählen. Und ich bin persönlich jetzt nicht so ein großer Fan von solchen Videos, weil mich das jetzt nicht so groß interessiert, muss ich sagen. Aber vielleicht interessiert euch das ja und deswegen könnt ihr mir ja gerne schreiben, wenn ihr sowas auch von mir sehen wollt, weil an sich würde es mich persönlich halt bei mir sehr interessieren, was ich so alles gemacht habe und gelesen habe und wie viele Videos und so weiter, weil es ja auch meine persönliche Statistik ist und ich das alles jetzt nicht im Blick habe. Und ja, deswegen frage ich euch, ob es euch interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, ist das auch okay, dann gucke ich es vielleicht selber mal nach. Weil es mir zum Beispiel jetzt die letzten Tage aufgefallen ist, dass ich gar nicht geguckt habe, wie viel ich zum Beispiel in 2017 gelesen habe, also wie viele Bücher ich gelesen habe. Und das habe ich jetzt nachgerechnet gerade vorhin. Und es war echt erschreckend, wie wenig das auch eigentlich war. Weil normalerweise ist das sehr, sehr viel mehr, was ich gewohnt bin. Und mir ist natürlich aufgefallen, dass ich sehr viel weniger gelesen habe die letzten Monate und auch am Anfang des Jahres von 2017. Aber dass das so viel weniger geworden ist, dadurch hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. Es waren nämlich, ich sag's jetzt mal schnell, damit es wenigstens irgendwann mal gesagt wurde, 68 Bücher, die ich gelesen habe. Also es ist schon relativ wenig, vor allem wenn man bedenkt, dass ich normalerweise so über die 100 komme. Wenn man jetzt die Hörbücher dazu zählt, von denen ich 32 gehört habe, dann macht es doch 100 Bücher, also ganz genau 100 Bücher. Aber ich weiß nicht so recht, ob ich das zählen kann oder nicht, weil unter den Hörbüchern zum Beispiel ja auch gegen Ende sehr viele Doctor Who-Folgen waren und die dauern halt 1,5 Stunden. Ob man das als ganzes Hörbuch zählen möchte, weiß ich nicht. Ich habe dazu übrigens noch 16 Mangas gelesen und ja, zusammen macht das 116 Sachen, die ich gelesen oder gehört habe, ist aber, wie gesagt, nur 68 Bücher gewesen, was irgendwie komisch ist. Unter den Büchern waren übrigens noch, ich habe das auch mitgezählt, E-Books und auch so kurze E-Shorts und so habe ich auch mit reingezählt, wodurch die Zahl ja eigentlich an sich noch ein bisschen weniger ist. Ich habe nicht so viele E-Shorts gelesen, aber trotzdem, irgendwie klingt das so wenig, obwohl, wenn ich mein Buch der Bücher angucke, sieht das noch so viel aus. Kennt ihr das? Das ist irgendwie komisch. Naja, kommen wir zum Lesemonat vom Januar. Da habe ich auf jeden Fall so 6 bis 7 Bücher gelesen, je nachdem, ob man dieses Fanbuch von Throne of Glass mitsehen möchte. Also es gibt da schon was zu lesen, aber es ist halt nicht sonderlich viel, weil es nur Zitate sind. Deswegen so 6 bis 7, je nachdem, wie man es nimmt. Dann waren es noch 3 Hörbücher und 2 Mangas. Von den Büchern alleine waren es 2275 Seiten. Und da habe ich, glaube ich, auch das Fanbuch mal einfach mitgezählt. Und es waren ungefähr 73 Seiten pro Tag. Dann war es vom Hörbuch 1000, von den 3 Hörbüchern 1122 Minuten, was ungefähr 19 Stunden sind. Und pro Tag wären es dann so 36 Minuten gewesen. Und vom Manga sind es 367 Seiten insgesamt. Die habe ich alle an einem Tag gelesen. Und vom Sternendurchschnitt waren das 3,4 Sterne. Also so ein bisschen besser als der Durchschnitt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Abgebrochen habe ich im Januar auch was. Beziehungsweise ich habe es eigentlich nur angehört. Es war nämlich ein Hörbuch auf Spotify. Und das war Jugend ohne Gott von Ödön von Horowak. Horvat, ich habe keine Ahnung. Seht es mir nach, tut mir leid, dass ich das den Namen jetzt total in den Satz gesetzt habe. Ich habe einfach nur, da ich gesehen habe, dass das Buch hier jetzt verfilmt wird und der Trailer eigentlich ganz interessant gewirkt hat, dachte ich mir so, hey, es hat nur 4 Stunden Hördauer, hörst du da mal rein, vielleicht gefällt es dir ja. Ich wusste ja schon, dass es eigentlich so ein Buch ist, das auch in der Schule gelesen wird und so eine Art Klassiker ist, also schon älter das Buch und so. Und ich habe es angefangen und habe direkt wieder gemerkt, wieso solche Bücher mir überhaupt nicht liegen und wieso ich in der Schule nicht so gerne gelesen habe, wenn einem solche Bücher aufgezwungen werden. Es war einfach nicht meins. Ich habe das auf Instagram gepostet und einige haben mir geschrieben, dass sie das Buch sehr, sehr gerne mochten. Jedem das seine, wer Klassiker und solche älteren Bücher und ein bisschen verkomplizierte Sprache gerne liest.
Bitte schön, das ist vielleicht was für euch, aber meins war es nicht. Ich habe es angemacht und es fing direkt damit an, dass der Protagonist, das ist ein Lehrer, aufgezählt hat, wie viele Schüler er hat, also glaube ich männliche Schüler, und mit welchen Nachnamen die beginnen, also mit welchem Buchstaben der Nachnamen beginnt, und dann aufgezählt hat, er hat so und so viele A's in seiner Klasse und so viele B's, und ich dachte mir so, Alter, wieso soll mich das interessieren? Was hat denn das jetzt mit der Geschichte zu tun? Und es ging halt so weiter, es ist sehr oft abgeschwiffen, hatte ich das Gefühl, und so sind halt irgendwie solche Bücher, die haben halt eine gute Message dahinter, die man, also auch allgemein so Schullektüren, die liest man ja nicht umsonst, aber die sind halt schwer durchzukommen oftmals. Und ich habe gemerkt, mal wieder, dass das nichts für mich ist, auch als Hörbuch nicht. Selbst wenn es nur 4 Stunden hat, ich konnte das nicht durchhören, ich hatte keine Lust darauf. Und ich weiß nicht, es hat mir auch schlechte Laune dann bereitet, wenn man etwas macht, was man nicht mag, kennt ihr ja selber. Deswegen habe ich das einfach nach ungefähr 30 Minuten wieder ausgemacht und das war's da. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr mal bei Spotify gucken und da mal reinhören. Wie gesagt, 4 Stunden nur, dauert ja jetzt nicht so lange, ne? Fangen wir jetzt mit den Sachen an, die ich auch tatsächlich beendet habe. Und direkt am Anfang im Januar, ich glaube am 1. oder 2. schon, habe ich ein Hörbuch beendet. Ich hatte nämlich gehofft, es noch im Dezember und damit in 2017 beenden zu können. Hat aber nicht ganz geklappt, weil ich zu Silvester einiges vorhatte und sehr früh schon aus dem Haus gegangen bin. Und es hat, glaube ich, ich weiß nicht, ein paar Minuten gefehlt, nicht viele, 10 oder so, um das zu beenden. Und das hat mich ein bisschen geärgert, aber was soll's, die habe ich dann im Januar halt zu Ende gehört. Und zwar war das Zimt und Ewig von Dagmar Bach. Damit habe ich auch die Trilogie beendet. Es hatte 5 Stunden und 28 Minuten und hat von mir 4 Sterne bekommen. Auch das gibt es auf Spotify zu hören, falls ihr Lust habt. Übrigens die gesamte Trilogie, die habe ich da ja auch alle gesamt gehört. Wie gesagt, 4 Sterne. Ich fand es besser als den dritten Band. Ich fand es vor allem auch gut, dass hier endlich alles aufgelöst wurde und wie es gekommen ist. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das noch erklärt wird, wie ja, die Kräfte, nenne ich es mal, der Protagonisten zustande gekommen sind und so weiter und so fort. Ich dachte, es wäre einfach ja so stehen gelassen worden. Aber nein, es wurde erklärt. Das fand ich echt ganz gut. Die Erklärung fand ich jetzt nicht zu 100% total interessant oder total, ja, etwas, was ich jetzt gemacht hätte. Es war ein bisschen random, muss ich sagen. Aber es war okay. Also, es war gut gemacht. Mir fehlte so ein bisschen der Aufbau. Also, das, was sich über die gesamte Trilogie gezogen hat, so wie bei, wenn ihr zum Beispiel Edelstein-Trilogie gelesen habt, dann fängt es halt am Anfang mit dem Mysterium an und die versuchen es halt über die ganze Trilogie zu lösen, bis sie halt zum Ende kommen. Und hier hat mir das so ein bisschen gefehlt. Es hat halt zwar damit angefangen, aber sie haben das schnell aus den Augen verloren und es ging sehr viel um halt unsere Protagonisten und ihr Liebesleben und so, den zweiten Band zum Beispiel. Jetzt im Nachhinein denke ich, das hätte man sich komplett sparen können, den hätte man total rausschneiden können und nur eine Dialogie draus machen können. Wäre, glaube ich, besser gewesen und hätte den Plot auch schneller vorangebracht. Aber hey, wer bin ich, um das irgendwie zu beurteilen? Ich hatte ja trotzdem irgendwie Spaß mit dem Hörbuch vom zweiten Teil, war halt nur nicht so gut wie die anderen beiden. Und ja, wie gesagt, 4 Sterne für den dritten Band war ganz nett, aber ich glaube, so gut wie der erste war er letztendlich doch nicht. Aber ich hatte Spaß damit. Das ist das, was zählt, glaube ich. Dann habe ich hier noch einige Rätsel-Exemplare liegen. Das hier war ein unangefragtes Rätsel-Exemplar. 7 Tage voller Wunder von Danny Atkins habe ich am Anfang auch beendet. Hatte 233 Seiten und hat 3 Sterne von mir bekommen. Auch das hatte ich gehofft, im Dezember noch beenden zu können, aber ich hatte einfach absolut zu wenig Zeit Ende Dezember, um das zu lesen. An sich, von der Zeit her, ich hatte da, glaube ich, noch eine Woche oder so, hätte ich die 233 Seiten locker schaffen können. Aber da ich halt einfach nicht zum Lesen gekommen bin, weil so viel los war, ich glaube, das kennt ihr selber im Dezember, aber am Ende vom Dezember nach Weihnachten hatte ich oder habe ich immer auch noch Geburtstag und dann muss ich auch noch arbeiten, weil da sehr viel los ist bei uns zu der Zeit. Und ja, dann kam auch noch Silvester, was man vorbereiten muss. Deswegen kam ich einfach nicht zum Lesen. Aber das habe ich dann Anfang Januar beendet und eine Rezension gibt es dazu auch. Da könnt ihr da mal vorbeigucken. An sich fand ich die Idee ganz gut. Ich mochte nur den Plot-Twist nicht und Spannung hat es bei mir auch nicht hervorrufen können. Das ist leider so das Problem mit mir und der Autorin, glaube ich. Das ist jetzt das zweite Buch, das ich von ihr gelesen habe und beide Bücher konnten bei mir keine Spannung hervorrufen. Von daher war mein Lesegenuss auch sehr begrenzt, leider. Obwohl es eigentlich nette Ideen sind, aber irgendwie reicht das für mich nicht zum letzten Funken. Mehr dazu dann in der Rezension, da habe ich auch ausführlicher drüber geredet und am Ende gibt es auch noch einen Spoiler-Part. Also falls ihr das Buch schon gelesen habt, könnt ihr da genau
hören, was mir jetzt nicht so ganz gepasst hat. Das spoilere ich auch. Aber alle anderen, ich kündige das wie immer an. Von daher könnt ihr da auch früher wegschalten, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Dann ein Bibliotheksbuch, das ich jetzt schon zurückgegeben habe, und zwar Das Meer der Seelen, Band Nummer 1 von Jodie Meadows. Hatte 349 Seiten und hat 3 Sterne von mir bekommen. Das ist noch eine großzügige Sternvergabe, finde ich, weil das so das typische 0815 Fantasy-Jugendbuch war. Also es hat sehr gut begonnen mit einer starken Protagonistin, die sehr eigenwillig war und die auf der Reise war zu sich selber und sich selber finden wollte und so. Das fand ich eigentlich ganz cool und ich hatte gehofft, dass sie auf der Reise halt verschiedene Leute trifft und verschiedene Sachen macht. Aber sie trifft ganz schnell einen Typen und geht einfach mit ihm mit. Und dann wird es so zu einem 0815 Fantasy-Plot, wo sie halt einen Mentor hat, der ihr alles beibringt, wie es in der Welt läuft, aber sie sich gleichzeitig in ihn verliebt. Und dann gibt es diese üblichen Szenen und am Ende kommt raus, hey, sie ist die Auserwählte oder so eine Art Auserwählte, die halt die Welt verändern kann. Und es war halt total vorhersehbar und echt langweilig. Und auch der Schreibstil hat immer weiter abgenommen, je weiter man gekommen ist. Am Ende fand ich, am Anfang fand ich den noch gut, aber je weiter ich gekommen bin, umso mehr dachte ich mir so, der Schreibstil kann auch nicht alles rausreißen. Also, nee, es hat sich leider in eine völlig falsche Richtung für meinen Geschmack entwickelt, deswegen werde ich die restlichen Bände auch nicht mehr lesen. Ich hatte mir echt was vollkommen anderes darunter erhofft, als das, was es mir letztendlich bieten konnte. Es war auch am Ende ein bisschen sehr komisch, dieses ganze Fantasy, das dann eingebaut wurde, war für mich irgendwie ja so haltlos, wurde nicht richtig erklärt. Es war irgendwie so eine Rauchmasse, so würde ich das erklären, die halt so da war, aber man es nicht richtig fassen konnte, so ungefähr. Aber vielleicht kommt es ja in den Folgebänden noch, aber wie gesagt, ich werde es nicht mehr rausfinden, ich möchte es nicht mehr weiterlesen. Dann habe ich Harry Potter und der Stein der Weisen gelesen. Das hat 335 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Ich habe mal wieder, wie schon sehr oft, auf YouTube die Film- und Buchvergleiche von The Dom gesehen. Das ist so ein britischer YouTuber, den ich auch mal empfohlen habe in einem Video. Und der macht das halt, der liest halt die Bücher und vergleicht es mit dem Film und wie gut die Filme geworden sind, wie nah sie an den Büchern sind und so weiter und so fort. Der hat eine ganze Reihe über Harry Potter gemacht und ich mag das irgendwie total, weil er es auch mit Humor macht und so und einen ganzen neuen Charakter erfunden hat. Ein Ravenclaw. Terence heißt der und der kommt halt immer dazu und dann gibt es so Streitgespräche und so, finde ich ganz cool gemacht. Und ich kriege dann immer Lust darauf, die Bücher zu lesen, weil er halt sehr gut zeigen kann, was bei den Filmen halt fehlt und wie viel sie eigentlich rausgeschnitten haben und wie besser die Bücher eigentlich sind. Und darauf hatte ich Lust und ich hatte auch das Gefühl, wie ich in manchen Videos schon gesagt habe, dass ich, als ich die Bücher zum ersten Mal gelesen habe, vor 2 Jahren, 2016 glaube ich, mich nicht so richtig darauf einlassen konnte. Also ich hatte die ganze Zeit die Bilder von den Filmen im Kopf und hat immer wieder das halt ablaufen lassen und mich nicht so richtig darauf eingelassen, was hier drin eigentlich steht. Und deswegen ganz viel auch verpasst habe, was halt in den Filmen nicht vorkommt. Und jetzt dachte ich mir, hey, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, du hast jetzt gerade Lust darauf, die Bücher mal richtig zu lesen, also auch aufzupassen und mit offenen Augen dran zu gehen. Und ich habe auch eine ganz nette Lesegruppe auf Instagram gegründet. Wir werden jetzt die nächsten Monate, also im Februar nicht, weil sie den ersten Band nachholen wollen, aber im März geht es dann los mit Band 2 und dann werden wir die gesamte Reihe hoffentlich auch die Monate durchbekommen und ich freue mich darauf. Ich glaube, das Harry Potter muss man an sich nicht sagen. Dieser Band hat von mir 4 Sterne bekommen, hat mir gut gefallen, war aber für mich jetzt als erwachsene Person nicht so umhauend, so ein Kinderbuch. Ich bin auch an sich nicht so ein großer Kinderbuch-Fan, aber es ist halt trotzdem sehr gut. Dann ein weiteres Rezensionsexemplar. Könnt ihr die Rezension auch angucken, deswegen werde ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Und zwar Der Himmel in deinen Worten von Bridget Camara. Hatte 348 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Es hat echt ganz gute Ansätze gehabt. Also ich hatte zwischendurch echt das Gefühl, das könnte ein 5-Sterne-Buch werden. Es hat nämlich die ganze Emotion und alles in mir hervorgeholt und es hat auch Tiefgang und sehr gute Probleme hat es dargestellt von Teenagern. Aber dann hat es immer wieder so Momente, wo ich dachte, nein, wieso habt ihr das jetzt gemacht? Wieso habt ihr gerade das Buch zerstört? Also es hat nicht das Buch zerstört, aber es gab halt Momente, wo ich dachte, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Und deswegen hat es leider nur 4 Sterne bekommen, aber ich glaube, die Autorin kann ganz gut schreiben und bald kommt ihr auch
quasi ein weiteres Buch von ihr raus, also quasi ein zweiter Band dazu. Mehr dazu, wie gesagt, in der Rezension, weil es mich dann so gestört hat. Aber sich ist das ein sehr tolles Buch. Ich glaube, es wird sehr, sehr vielen sehr gut gefallen. Und das kann man auch ganz gut empfehlen. Also guckt da mal vorbei. Wie immer verlinke ich alle Bücher und Rezensionen und alles in der Infobox. Dann könnt ihr da mal gucken, falls euch ein Buch jetzt näher interessiert. Dann kommen wir jetzt zu den Throne of Glass Sachen, also zum einen zum Fanbuch und zum anderen zu Selinas Geschichte, was ich beides ja gelesen habe. Zum Fanbuch kann man eigentlich nicht viel sagen. Es ist ein Ausmalbuch mit Zitaten. Wer sowas haben will, kann sich das gerne besorgen, aber ich glaube, es ist so ein typisches Geschenkebuch, was man kauft, um jemanden zum Geburtstag zu schenken oder so. Ja, unter Fanbuch habe ich persönlich jetzt mehr erwartet als nur Ausmalbilder, aber gut, vielleicht habe ich zu viel erwartet, der. Das Cover sagt es ja auch eigentlich schon, was es damit auf sich hat. Und Selinas Geschichte hatte 477 Seiten und hat 3 Sterne von mir bekommen. Ist ein Prequel zu der Throne of Glass-Reihe. Es heißt, es spielt zeitlich vor der Throne of Glass-Reihe. Das heißt, man kann es eigentlich immer lesen. Sind auch 5 verschiedene Kurzgeschichten quasi, die man auch, glaube ich, als E-Book immer noch bekommen kann. Jetzt aber auch als Taschenbuch. Manche davon haben mir ganz gut gefallen, andere wiederum eher weniger. Aber insgesamt habe ich gesehen, dass dieser Schreibstil von Sarah J. Maas mir nicht so sehr liegt. Vor allem dieses ganze epische Fantasy, High Fantasy-Ding mir persönlich nicht so sehr liegt, weil es halt viel zu sehr ausgewalzt wird und viel zu lange dauert und ich mich da schnell langweile. Das habe ich auch hier gemerkt. Ich hatte die Hoffnung dadurch, dass es halt verschiedene Kurzgeschichten sind, dass sie sich nicht so lang ziehen und dass man halt schneller durchkommt und ja, schneller das Gefühl hat, es geht jetzt um was anderes und so, dass es halt ein bisschen frischen Wind reinbringt, aber nicht so wirklich. Es hat mich leider so ein bisschen in ein Tief reingezogen, wo ich auch zeitweise echt keine Lust hatte zu lesen, weil es mich halt einfach angestrengt hat. Aber mehr zu den beiden Büchern gibt es dann in einer Rezension, wo ich ja auch eine 2-in-1-Rezi zu beiden gemacht habe. Das Fanbuch hat 3,5 Sterne von mir bekommen und Selinas Geschichte hat 3 Sterne von mir bekommen. Zwischendurch habe ich noch ein Hörbuch beendet und zwar Quality Land von Marc-Uwe Kling. Es hatte 503 Minuten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Das hat mir echt gut gefallen. Nicht so gut wie die Känguru-Chroniken, muss ich sagen. Das hat mich nicht so sehr zum Lachen gebracht. War aber auch von der Geschichte her, also von den Charakteren her, nicht ganz so stark wie Känguru-Chroniken. Die waren noch ein bisschen bekannter, die Charaktere da. Aber die Gesellschaftskritik und vor allem die Modernisierungskritik und die, ja, wie heißt denn das, Technikkritik quasi hier drin, war echt super toll dargestellt. Es hat sehr viel zum Nachdenken gebracht, war aber auch gleichzeitig lustig und ich kann das einfach nur empfehlen, wer sich ein bisschen mit Satire auseinandersetzen möchte, mit Gesellschaftskritik, wie gesagt, und Technikkritik, kann damit eigentlich nichts falsch machen. Marc-Uwe Kling macht das super mit Humor. Man hat dabei Spaß und denkt gleichzeitig darüber nach, was eigentlich alles schief gehen könnte oder auch schief geht aktuell in unserer Gesellschaft. Von daher, Quality Land. Dann ein Buch, das ich vor allem paar Tagen erst beendet habe. Der Monat ist ja jetzt noch nicht so alt, wo ich das gerade drehe. Wenn ihr es seht, ist schon ein bisschen länger her. Und zwar habe ich von Leigh Bardugo Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen gelesen. Das erscheint auch jetzt die Tage. Ich glaube, wenn ihr dieses Video seht, erscheint es auch, ist es gestern erschienen, glaube ich. Also jetzt, wo ich es drehe, ist es noch nicht erschienen, aber ich glaube, wenn ihr es Samstag seht, dann ist es am Freitag erschienen. Und das hatte 437 Seiten und hat von mir, ja, so 2,5 bis 3 Sterne bekommen. Ich bin mir noch nicht einig mit mir selber. Ich glaube, 2,5 eher. Ich hatte so einige Problemchen damit. Also zum einen, wenn nicht Leigh Bardugo draufstehen würde, ich hätte es niemals erkannt, dass diese Autorin dieses Buch geschrieben hat. Es fehlte mir der typische Leigh Bardugo-Schreibstil. Es fehlte mir die Atmosphäre, die sie eigentlich in der Grisha-Trilogie und auch in Das Lied der Krähen super aufgebaut hat. Das gab es hier irgendwie gar nicht. Die Emotionen haben auch so ein bisschen gefehlt in ihrem Schreibstil. Und ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich bin total verloren. Vielleicht, weil ich nicht so viel über Wonder Woman weiß. Vielleicht auch, weil ich den Film nicht gesehen habe. Ich weiß es nicht. Ich hatte so gegen Anfang das Gefühl, also direkt am Anfang hatte ich das Gefühl, ich verstehe gar nichts, weil so viele Charaktere auf dieser Amazoneninsel mit komischen Namen rumlaufen, wo ich keine Ahnung hatte, was die eigentlich machen, wieso die da sind. Die haben auch gar keine Rolle eigentlich gespielt, aber waren trotzdem da. Und dann zwischendurch war es halt typische Jugendbuch,
Buchgeschichte. Und dann dachte ich mir so, ja, nicht unbedingt total logisch, aber ja, typisch Jugendbuch halt. Und am Ende kam dann so viel dazu, was vorher gar keine Rolle gespielt hat, das einfach aus heiterem Himmel kam, wo ich so dachte, wow, wo kommt das her? Das ergibt gar keinen Sinn innerhalb der Geschichte, womit ich mir eigentlich nur erklären kann, dass es halt in der Mythologie von Wonder Woman oder so eine Rolle spielt und deswegen auf einmal aufgetaucht ist und die Autorin sich einfach dachte, hey, das weiß ja sowieso jeder, dass es das in der Welt gibt, ich muss das nicht erklären. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Mehr dazu dann in der Rezension, die jetzt die Tage folgt. Ich glaube, dann am Dienstag müsste die Rezension kommen. Ja. Ich darf jetzt eigentlich nicht zu viel sagen, weil ich gleich noch die Rezension drehen will. Und wenn ich jetzt schon alles verschieße, dann habe ich ja gleich nichts mehr zu sagen. Aber ja, war nicht so meins. War leider nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe von der Autorin. Ja, das muss man auch mal einsehen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe, wenn ich nichts über Wonder Woman weiß und nicht so ein großer Fan bin. Vielleicht gefällt es mir deswegen nicht so sehr. Vielleicht muss man mehr Fan von Wonder Woman sein. Ich weiß es nicht. Dann habe ich gegen Ende noch ein paar Tage gehabt, so 4 Tage, aber habe keine Zeit mehr für ein langes Hörbuch gehabt und dachte mir, komm, schieb so ein kurzes rein, wo du weißt, dass du es auch schnell durchbekommen wirst. Dann hatte ich einfach wieder Lust auf die Känguru-Chroniken. Ich habe den ersten Band nochmal als Hörbuch gehört. Es hatte 291 Minuten und hat 5 Sterne natürlich wieder von mir bekommen. Ich habe darüber genug geschwärmt. Ich mag es einfach total gerne. Ich lache jedes Mal darüber und ja, mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich habe schon oft genug was dazu gesagt. Dann noch 2 Mangas habe ich am Ende reingeschoben am letzten Tag. Zum einen Boyfriend Nummer 1 von Daisy Yamada hat von mir 2 Sterne bekommen und ist damit quasi mein Monatsflop, wenn man so benennen will. Es hatte 176 Seiten und war halt einfach gar nichts. Also an sich, ich mag es nicht, dass die Protagonistin halt so jung dargestellt wird. Also eigentlich ist sie in der 2. Klasse der Oberschule, glaube ich. Also sie ist schon mindestens, glaube ich, 16. Ich kenne mich mit den Altersangaben nicht aus, aber sie ist schon ein bisschen älter, nicht so jung, wie sie da wirkt. Aber es hat schon so einen Hauch von Pädophilie vielleicht, wenn Charaktere so jung dargestellt werden. Ich will da jetzt nichts andeuten, aber mir gefällt das jetzt nicht so sehr. Und ich mag auch die ganzen, ja, Liebesgeschichten in Mangas eher selten mittlerweile, weil die halt darauf basieren, dass der Typ halt total der Idiot ist, der Arschloch, der Bad Boy, der alle niedermacht und so und trotzdem immer angehimmelt wird. Und das gefällt mir mittlerweile gar nicht. So schlimm ist das in diesem Buch ehrlich gesagt nicht. Aber die paar Szenen, die es doch gab, mochte ich so gar nicht, sodass ich damit auch gar keinen Spaß mehr hatte. Dann habe ich noch Band 2 von Mirai Nikki gelesen, von Sakae Esuno. Hatte 191 Seiten und hat von mir 3 Sterne bekommen. Es ist halt total abgedreht und total mind-blowing. Also, es ist nichts für jedermann, würde ich sagen, weil es halt einfach total skurril ist. Und was da drin passiert und wie die Charaktere dargestellt sind und wie sie sich benehmen und wie sie aussehen, das ist alles so total abgedreht, dass man sich so denkt, wow, was lese ich hier gerade? Aber ich kenne ja den Anime schon und da war es ja auch schon so. Und deswegen lese ich ja auch den Manga. Ich finde den auch ganz gut. Ich finde den jetzt nicht total umwerfend. Fand den Anime auch nicht total umwerfend. Da hatte ich aber ein bisschen mehr Spaß, weil ich so Action mal gerne sehe, anstatt es zu lesen in Mangas. Und ja, damit bin ich am Ende angelangt. Schreibt mir gerne, was euer Highlight so im Januar war und worauf ihr euch so freut im Februar oder so. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.